Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Green Hell. So, ich hatte mich hier nochmal ein bisschen umgesehen, aufgrund dessen, das war ja aber auch ein Tiger nochmal unterwegs gewesen, da hier hinter dem Stein, da war nochmal eine Legende, ne? Wollte eigentlich nur ein paar Früchte nochmal sammeln, aber habe dann den Legendenstein gesammelt. Ja. Und das kam dabei raus, der Geist, der Fresser. Ein Fremder mit flammendem Kopf kam von jenseits der großen Flusses und versklavte die Geister des Stammes. In seiner Hand trug er einen Blitz. Alle fürchteten sich vor ihm, außer der neugierigen Saat No. Der Fremde zwang sie, ihm zu gehorchen und seine Frau zu werden. Zum Schutz ihrer Liebe versteckte das Mädchen vier zeremonielle Amulette im Dschungel. Der Fremde verließ die Frau ohne ein Wort. Und bald darauf verstarb sie an ihrem Kummer. Niemand wagte es, sein verfluchtes Versteck im Norden aufzusuchen. Der Geist des Mädchens wandert zwischen den versteckten Amuletten umher. Erst wenn die Amulette zerstört sind, wird sie Frieden finden. Ja, das Problem ist, es ist nichts aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung im Norden. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt hier rüber. Guck mal, ne? Vielleicht das Norden. Wollen wir da noch mal reingucken? Ich meinst ja auch diese Schneise. Also da mal. Dann, komm, wir gehen mal da hoch. Aber was habe ich zu verlieren, außer ein bisschen Zeit? Halt, da waren Bananen. Nehmen. Nimm sie. Nimm sie mit. Ja, also hier war ja das kleine Lahmlager. Sie wandert zwischen den Amuletten. Dahinter komme ich nicht. Ja, das ist dann auch wieder so ein Rätsel, ne? Norden könnte da auch irgendwas sein, ne? Ja. Ich will jetzt einfach mal da runtergehen. Aber mehr bleibt mir nicht übrig. Sie wandert zwischen den Amuletten umher. Im Norden. Das könnte vieles bedeuten, ne? Da geht's gar nicht weiter. Könnte vieles sein, ja. Ja, manchmal sind diese Rätsel nicht ganz einfach. Gebe ich ehrlich zu, manchmal sind sie nicht ganz einfach. Aber gut, dann kann man ja immer noch auf die offizielle Greenhill-Seite gehen. Dann kriegt man auch nochmal Unterstützung, ne? Jetzt geht's für uns erstmal darunter. Der Marsch nach unten. So, hallo. Wir sind jetzt da. Wenn ich da kurz gucken gehe, dann würde ich mich da mal hin bewegen. Aber ich glaube, hier brauche ich kein Lager aufbauen. Das geht hier doch recht ratzfatz. Also Richtung Osten. Und lass uns mal hier durchwitschen. Warte mal, ich glaube, wir sind sogar schon da, ne? Das müsste der Felsen sein, der eingezeichnet ist auf der Karte. Da ist auf jeden Fall Wasser.
gehe mich mal kurz waschen. So, dann kann ich mich auch mal beruhigt was essen. Ohne immer gleich Parasiten zu sammeln. Weil ich brauche nämlich unbedingt die Bananen. Okay. Die Pilze sind jetzt auch weg. So, und Nüsse. Ja, nochmal eine Nuss. Brauche nochmal was zu trinken, nämlich das. Okay. Gut. Oh, guck mal. Eine Höhle. Also auch wieder hier, ne? Da eingezeichnet. Also. Und da hinten sehe ich schon eine Legende. Da ist ein Skorpion. Und ich hoffe, vielleicht ein Obsidian, weil da können wir die Waffe endlich herstellen. Das ist ein Obsidian. Ja. It's a story about the monkey guardians. Affenwächter. So, wie war denn das nochmal mit der Waffe? Feuerbrett, Obsidian, Seil. Feuerbrett habe ich, glaube ich, gerade nicht dabei. Nein. Das wäre das kleinste Problem. So, bin ich hier? Genau, und dann war ja hier noch das, ne? Und dann gehen wir da rüber. Gehen wir hier rum. Da nochmal Bananen. Früchte, ja, pack mal ein. Also das ist hier eine Map voller Früchte. Das ist toll. Ach, da ist die Nuss. So, da. Mal einpacken. Kokosnuss. Okay, hier ist. Oh, da eine Legende. Auf hier. Guck dir das an. Das macht's etwas einfacher. Den esse ich einfach mal. Parasiten sind wir mittlerweile los. Da sind wir da. Ach, guck mal. Auch wieder hier an so einer Zeichnung dran, ne? Okay, dann gehen wir jetzt hier da mal rüber. Und da ist bestimmt das Dorf. kommen wir hier überhaupt rüber? Nicht so wirklich, ne? Ich wollte jetzt nicht unbedingt schwimmen gehen. Ach, guck mal, da ist ein Baumstamm. Na, dann gehen wir doch so. Boah, ich sehe nichts. Okay, da kommt der Fluss. Oh, guck mal, da habe ich schon so eine Art Brücke nach oben gesehen. Ah ja, guck mal, da oben. Das ist ein friedliches Dorf. Das sieht man sofort, ne? Mit diesen Mauerumrandungen und alles. Na dann komm. Dann benutzen wir doch mal eure Wege hier. Oh, das haben die auch geil gemacht, ne? Hi! Geil, neuer Ort. Ja, alles klar. Neuer Eintrag, Habahuka. Die Habahuka. Wir helfen den Habahuka schon die ganze Zeit. Sieht aber auch geil hier aus. Oh, warte mal. Lass mich noch mal kurz raus. Die Waffe bauen. Den müssen wir dir ja auch gleich abgeben.
So, komm, ich brauche ein Feuerbrett. Sammeln. So, ein Feuerbrett. Zwei Obsidian und ein Seil. Aztekische Waffe. Alright, it's done. But how the hell did an Aztec warrior get so far? Dieser Geil. Schenke die Waffe dem Ältesten. Dutsch. Okay, siehst du, wir müssen tatsächlich hier abgeben gleich. Machen wir das doch, ne? Aber jetzt will ich doch glatt mal gucken, wie viele Punkte haben wir denn überhaupt schon gesammelt? Ja, aber guck, 280. Okay, hilf den Fischern bei der Ernährung des Dorfes. Stelle zerstörte Totems wieder her. Mhm. Die Legenden Vahara-Lager. Das mit dem Geistfresser. Also jetzt zum Wächter. Finde einen Weg, Sadnos Geist zu befreien. Ja, das wird nicht einfach. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch drüber. Wo ist denn der Häuptling hier? Wo ist denn der Älteste hier? Der Älteste? Nee, eigentlich nicht. Hä? Habt ihr da oben vielleicht noch was? Oh, warte mal, da ist... Moment. Ein Legendenstein bei euch im Lager? Ja, cool. The last one will wrap the children. Up? Plant fiber fluff. I think I read that right. Isn't der Älteste? Ne, hier verlasse ich das Dorf wieder. Guck mal da oben. Da ist er bestimmt. Alles klar, komm her. Und da sagt ihr, ich sing schief. Hi. Na, da habe ich doch gefunden. Boah, hier. Sei gegrüßt, Ältester dieser Dorfes. Yoha, Tiobahi, de Ngoya de Goyo. Nebutuke, Nebutukiwa Yamanaku, Dite ad Rue Utuna Nevos, Taul, Dui Tau Amamar. Ich habe die Waffe des Jaguar-Kriegers hergestellt. Hoi Bahi, Fletcher, Heerhawa, Jackna. Ilpa Fatschke, Devijuna Po, Tahuna Nemurtio Jihasa und Pio. Oh. Da war er nicht gerade sehr überfreut drüber, ne? Über die Waffe. Naja. Oh, ist halt so, ne? Kann ich auch nichts dafür. So, 20 Proteine mal schlucken. Okay, alles klar. Wir sind jetzt hier. Will ich mal dem Fluss folgen? Folge mal dem Fluss. Schlafen muss ich aber auch bald. Das heißt bald. Eigentlich wäre es so nicht schlecht. Schade, dass ich in den Dörfern nicht schlafen kann, ne? Geht aber schon gut bergauf. Kann ich hier irgendwo ein Bett aufstellen? Natürlich nicht, ne? Ist doch logisch. Das ist alles viel zu steil hier. Unten, da ist noch so ein Legendenstein. Ah, oh, guck mal, da oben im Norden. Da könnte was mit der Legende zu tun. Was ist das denn hier?
Ich speichere mal. Das sieht aus, als wenn schon mal jemand da war, ne? Fotos nehmen. Okay, great. Now I know exactly where they used to meet. I need to rest. Ja, warte. Vielleicht schlafen. Warte mal. Brief. Liebste Satno, es tut mir leid. Unlesbar. Im Dschungelleben. Unlesbar. Die ich getroffen habe. So viel gezeigt in meiner Welt. Lichten wird deine Familie nie verstehen. Sie sollen mich nicht fürchten. Ich werde dich immer lieben. Mhm. Drücke M, um auf die Karte zu schauen. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt aber nichts. Ich schlaf mal ganz kurz. Drücke M, um auf die Karte zu schauen. Ja, hab ich eigentlich. Sagt er mir jetzt die ganze Zeit, ne? Jetzt nicht mehr. Warte mal. Gewinne das Vertrauen des Dorfes, ja. Okay, also er war hier. Kann es schon sein, da hoch, ne? Mal kurz beiseite, ich brauche nochmal Proteine wieder. Ich habe keine Proteine. Da unten ist nochmal ein Legendenstein. Na komm, dann gehe ich jetzt hier einfach mal. Dann ziehe ich mal hier runter. They will be brought to life by the kindness of a visitor's heart. Nee, da komme ich nicht rauf, ne? Geht nicht. Nee, da komme ich nicht rauf. Zweimal SM? Sadomaso? Nein. Ja. Da ist aber auch nichts. Ich sehe hier nichts, neuer Eintrag oder so. Okay, da definitiv nicht hoch. Da muss ich, glaube ich, nochmal etwas zurückgehen. Da nochmal hoch. Komm schon. Och Mensch, also manchmal stellt er sich ein bisschen dämlich an, der Hundekuchen hier, ey. Kannst du nicht hüpfen, du. So, nochmal ein paar Sauerpilze mitnehmen. Okay. Moment. Wir gehen nochmal zum Zelten. Also, da geht's ja nicht hoch. Dann werde ich jetzt mal. Boah. Mit die Klapper klappt dann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Typen. Ich nicht verstanden.
Der sagte, okay, jetzt weiß ich wohin, aber irgendwie habe ich hier keinen Hinweis. Ja, der war da. Alles unlesbar. I don't need to sleep. Errungenschaft freigeschaltet. Warum? Ich hab doch geschlafen. Ich weiß, du hast Durst. Weg mit dir. Warum will der jetzt? Nee, warte mal, das ist jetzt. Ich hatte ja erst geschlafen. Oh, Leute, ich bin hier gerade echt ein bisschen überfordert. Also ich habe den Norn hier abgeklammert mit dem Amulett. Das ist, ich habe keine Ahnung, ne? Muss ich wahrscheinlich schon wieder... Oder da hinten? Ja, hier hinten ist auch nichts. Nee, warte mal. Moment. Niemand wagt es, sein verfluchtes Versteck im Norden aufzusuchen. Okay, das habe ich, glaube ich, gefunden. Der Geist des Mädchens wandert zwischen den versteckten Amuletten umher. Zum Schutz ihrer Liebe versteckte das Mädchen 4 Objekte im Dschungel. Irgendwas verbuddelt? Na toll, abgestürzt. Du bist durstig, ja. Ich weiß, du bist echt durstig. Na komm, dann trink das kurz. Macht nichts, macht überhaupt nichts. Nichts. Auch nichts zum Aufbuddeln oder so. Gewittert, aber es kommt kein Regen, ne? Wer weiß, wonach ich hier suchen muss. Ich hab keinen blassen Schimmer, ne? Da muss ich wohl doch dann wieder nachgucken. Geht wohl leider nichts dran vorbei. Gut, manchmal ist das so. Ah, guck mal, hier Larven. Ah, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Muss auch eine ordentliche Portion Schlaf holen, ne? Er will unbedingt, dass ich eine ordentliche Portion richtig Schlaf holen. Dabei bin ich eigentlich ausgeruht. Warte mal, ich habe das gefunden. Kann der Älteste mir noch mal was sagen?
Nee, bis dann. Er sagt mir nichts mehr, aber ist noch mal eine Nahrungsration da. Okay, Insomni, ich muss tatsächlich schlafen, ganz viel schlafen. Aber doof, weil dadurch geht natürlich auch ganz viel von meiner Energie flöten. Sollte ich mir vielleicht irgendwo ein Plätzchen suchen, wo ich mir ein Plätzchen machen kann? Da hinten, glaube ich. Toll, da komme ich gar nicht hin. Okay. Weißt du, so ein flaches Plätzchen brauche ich, damit ich überhaupt ein Bett bauen kann. Nee, eigentlich bin ich doof. Da oben war ja ein Bett. Und da lief, glaube ich, auch so ein Wasserschwein rum, ne? Klar. Lagerfeuer da oben bauen. Und dann war es das ja im Grunde schon. Hol ich mir da so ein schönes Wasserschweinchen oder was auch immer da oben rum lief. Irgendwas lief auf jeden Fall da rum. Hier habe ich nochmal. Ups, ich brauche auf jeden Fall Proteine. Ja, hier war ja schon. Ja, okay, komm. Warum das jetzt so extrem gekommen ist, habe ich keine Ahnung. Es gewittert, aber es regnet nicht. Ah, doch. Zwischendurch regnet es, ne? Okay. Wasser und Proteine. Okay, dann würde ich mir nämlich Stöcker sammeln. Noch beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal weiß ich dann wahrscheinlich auch besser Bescheid über den Geist. Guck mal, da ist noch mal was. Auch noch mal Proteine. Boah. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.